Ich habe am Schluss noch eine Frage. Also in Ihrer Funktion als Außenminister. Der Kurier berichtet in seiner morgigen Ausgabe, dass die ehemaligen Minister Grasser, Strasser, Scheibner und Gorbach immer noch mit Diplomatenpässen reisen. Können Sie uns erklären, warum? Weil wir dazu eine gesetzliche Regelung in Österreich haben, dass alle ehemaligen Minister einen solchen Diplomatenpass haben. Das ist daher keine Ausnahme, die ich genehmigt habe, sondern das, was normal ist in Österreich. Können Sie sich erklären, warum der ehemalige Minister Grasser gerade jetzt im November 2011 seinen Pass noch einmal verlängern hat lassen, wenn das eigentlich keine großen Vorteile bringt? Offensichtlich deshalb, weil er abgelaufen ist und jeder Bürger muss den Pass verlängern, wenn er abgelaufen ist. Und so gilt es beim Diplomatenpass genauso wie bei einem normalen. Also Sie sehen kein Problem? Ich sehe absolut kein Problem. Das ist eine solche Pipifax-Maßnahme. Aber noch einmal, ich stehe da nicht an. Ich brauche ihn selber auch nicht, dass wir das auch überprüfen, ob wir in eine andere Richtung gehen. Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn es um das Thema mögliche Korruption geht, dann tauchen immer wieder die gleichen Namen auf. Auch in der Diskussion um Diplomatenpässe für ehemalige Regierungsmitglieder. Karl-Heinz Grasser und Ernst Strasser sind ja bekannt. Jetzt steht ein neuer Name auf der Liste. Und der zeigt, nicht nur Ex-Minister oder Ministerinnen kommen in den Genuss eines Diplomatenpasses, auch Ehepartner. Wie zum Beispiel Waffenlobbyist Alfons Mensdorf-Pouilly. Als Mann der ehemaligen ÖVP-Ministerin Rauch-Kallert reiste auch er mit Privilegien. Ich begrüße euch alle zur heutigen Niederwildjagd. Alfons Mensdorf-Pouilly bezeichnet sich selbst gerne als Landwirt und kann doch als Diplomat um die Welt reisen. So, aufsitzen. Lästige Wartezeiten und Zollkontrollen bleiben dem Besitzer eines Diplomatenpasses erspart. Der Waffenlobbyist, gegen den die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, habe den Pass bei Geschäftsreisen aber nie benutzt, sagt sein Anwalt. Er habe ihn als Ehemann von Ex-ÖVP-Ministerin Rauch-Kallert bekommen, weil es unpraktisch gewesen wäre, wenn die Ministerin die Sicherheitskontrollen schnell passieren hätte können, ihr Mann allerdings in der Schlange hätte warten müssen. Für den Verfassungsrechtsexperten Funk ist das kein Argument. Das Passgesetz ermöglicht die Ausstellung von Diplomatenpässen in bestimmten Fällen auch für Angehörige, aber nur, wenn es sich um Angehörige von Personen im höheren auswärtigen Dienst handelt. Für diese Personengruppen ist das gesetzlich ausdrücklich vorgesehen, für andere nicht. Auch dass für Ex-Politiker eine Verlängerung des Diplomatenpasses gängige Praxis ist, hält Funk für eindeutig rechtswidrig. Wenn die Funktion beendet ist, dann kann es auch keinen internationalen Gepflogenheiten entsprechen. Ich kenne jedenfalls keine solchen, dass man dann den Pass, das Dokument auf unbestimmte Zeit weiter behalten und verwenden dürfte. Zumindest bei Mensdorf-Pouilly versichert das Außenministerium heute eilig, dass sein Pass nicht verlängert worden wäre. Angeblich wollte er aber ohnehin nicht darum ansuchen. Zu diesem Thema gibt es auch eine ganz neue Meldung. Der Kurier schreibt, und das haben wir auch schon bestätigt bekommen, dass Außenminister Michael Spinelecker einen klaren Schnitt plant. Altpolitiker sollen gar keine Diplomatenpässe mehr erhalten. Und die Pässe, die schon im Umlauf sind, sollen für ungültig erklärt werden. Nur wenn Ex-Politiker ausdrücklich im Auftrag der Republik unterwegs sind, dann sollen sie durch einen Passvermerk Reiseerleichterungen bekommen.